Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Transport Fever. Ich guck gerade mal eine Kleinigkeit. Hier landen schon wieder Flieger ohne Ende. Ich wollte nämlich aber gerade mal ganz kurz sehen, was passiert. Hier steht jetzt gerade fast keiner, ne? Jetzt landet wieder einer. Okay, also es ist in Ordnung. Es wird hier abgebaut. Und die sind auch relativ flink hier unterwegs. Aber jetzt haben wir scheinbar, auch die haben sich untereinander so getaktet, dass das halbwegs passabel gerade läuft. Wenn hier mal die Flüge größer werden, müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen bergab tragen. So, jetzt muss der kurz warten, das ist auch in Ordnung mit seinen 5 Personen. Jetzt fährt er drauf und darf starten. Der andere macht jetzt hier eine Ehrenrunde. Ja, okay, also der Berg muss weg. Der muss zumindest abgeflacht werden. Weil die fliegen hier teilweise echt nicht nur hart rein, ohne Typ 1 dran. Jetzt warte mal ganz kurz. Wir müssen hier mal ganz kurz eine Kleinigkeit machen. Absenkungstool, Glättungstool. Machen wir das mal so. Das kostet jetzt ein bisschen was. Der Berg muss hier weg. Der stresst mir meine Flieger. Das kann ich nicht zulassen. Millionen. Ja, zum Glück, was kostet die Welt, ne? So. Machen wir den hier mal ein bisschen kleiner. Ich wollte ja auch ein bisschen mit dem Texturierungstool arbeiten. Einfach, weil ich das auch mal ein bisschen ausprobieren wollte, um ein Feeling dafür zu kriegen. Wie gesagt, die Fliegerei ist hier wichtig und wird hier auch wahrscheinlich einen enormen Ausbau erfahren. Und dann können wir es uns nicht leisten, wenn hier Flieger durch den Berg fliegen oder gegen den Berg fliegen. Und deswegen mache ich hier jetzt einfach mal ein bisschen mehr Platz rein. Das schaut jetzt auch gar nicht mal so schlimm aus. Ich meine jetzt natürlich, aber das passen wir jetzt einfach gleich mal noch ein bisschen an. So kann man natürlich die Landschaft hier auch komplett verändern, wenn man das möchte. So, das kostet wie gesagt jetzt ein paar Krötis. Und jetzt machen wir hier Folgendes. Wir senken jetzt hier die Grenze nochmal ein bisschen an. Weil hier kommen die Flieger teilweise auch schon ziemlich bösartig ran. Dann grenzen wir das nochmal ein bisschen ab davon, dass die hier nicht mehr ganz so heftig da reinscheppern. Einfach, weil ich es nochmal sehen wollte. So. Wie gesagt, soll nur ein bisschen sein. Wir können das, leider die Werkzeuggröße geht, glaube ich, auch nicht mehr so heftig. Wir können das aber nur die Stärke noch ein bisschen verändern, dann geht das ein bisschen flotter. Hier nochmal ein bisschen einen kleinen Cut rein. Mit dem zwischen den zwei Waldgebieten. Dass es hier nochmal ein bisschen erhöht ist. Und dann gehen wir jetzt mit dem Abgleichungstool hier nochmal ran. Gleichen das noch ein bisschen an, damit das nicht so ganz kantig aussieht. Hier auch zum Beispiel. Na, damit das noch ein bisschen Charakter kriegt. Schaut das auch alles nicht mehr ganz so schrecklich aus. Okay. So. Hat uns jetzt eine ganze Stange Geld gekostet.
Werden wir aber gleich sehen, ob das uns jetzt was auch bringt unterm Strich, wenn der nächste Flieger hier reinkommt und vielleicht sogar abdrehen muss. Hier kommt einer rein, kommt aber schon von der anderen Seite. Die ist überhaupt unkritisch, weil die abschüssig nach unten geht. Das passt dann in der Stelle auch ganz gut eigentlich soweit. Jetzt gucken wir mal. Normalerweise sollte jetzt dieser neue Hügel, den wir hier gebaut haben, überhaupt kein Stress mehr für unsere Fliegerei sein, weil der jetzt deutlich niedriger läuft. Wenn wir natürlich jetzt nur sehen, wenn ein zweiter Flieger wie der, könnte jetzt passabel sein. Ne, der kommt rein, der andere muss warten, aber das werden wir jetzt gleich trotzdem sehen. Wenn hier noch irgendwo ein Flugzeug kommt. Ja, wobei das juckt die jetzt alle überhaupt nicht. Ja, okay, es freut mich ja, wenn es funktioniert. Wir werden das trotzdem nochmal sehen. Wie schaut es jetzt hier aus? Hier warten extrem viele Leute. Was kommt jetzt hier? Auch nochmal ein Öler. Okay, der erste Röler ist am Start, glaube ich. Der ist ja schon der zweite. Und der nimmt jetzt hier natürlich noch nichts mit, klar nicht. Ja, weil ja hier erstmal Konsum rein muss. Ja, da muss jetzt erstmal konsumiert werden. Der fährt ja aber jetzt dummerweise bis zum Endpunkt durch. Es ist aber jetzt, wie gesagt, überhaupt kein Stress, weil jetzt nimmt er seinen Betrieb auf. Das heißt, jetzt wird er zu Seebotenreuth Bahnhof fahren. Das ist Pressert Ölraffinerie und das ist Seebotenreuth Bahnhof 2 und wir wollen aber zu Bahnhof 1. Okay, das ist der zweite in der Reihe. Tangieren sich miteinander jetzt im Prinzip überhaupt nicht, solange die hier fahren. Hier ist Maximum drin, also ist sogar so viel drin, dass das... hey, verrückt. So. Der lädt jetzt hier auf. Das macht aber, wie gesagt, mit dem anderen überhaupt keinen Unterschied. Der fährt jetzt hier weiter. Und dann dürfen die hier reinfahren. Und dadurch, dass das so harte Blöcke sind, die hier drin sind, könnte hinten dran schon wieder der nächste kommen. Da wird auch bald noch der nächste kommen. Gehe ich jetzt zumindest ganz stark von aus. So, jetzt gucken wir mal schnell, ob das hier funktioniert. Ja, ist okay. Hier ist noch ein bisschen so ein kleine Erhebung drin. Die auch interessant. Schon cool. Ist schon sehr cool. So, der nächste, wie gesagt, der nächste Zug ist mit Sicherheit on the run. Da ist noch ein kleiner. Okay, hier ist noch eben, hier sind, wie gesagt, sehr, sehr lange Blöcke. Und das heißt, hier müssen auch Züge teilweise warten, wie hier zum Beispiel, bis der durch ist. Die blocken uns natürlich die Personenlinie jetzt massiv, aber das will ich so haben. Das am Schluss möchte ich aber auf die letzten zwei Städte auf jeden Fall oder zwei Städte rum, also zwei bis drei, hier möchte ich so wenig wie möglich haben, damit sich die Züge, wenn sie sich vorher hintereinander hergefahren sind, etwas auseinanderziehen können. So, jetzt könnten wir mal den ersten sehen, der hier die Ehrenrunde dreht. Jo, der kommt hier noch ein bisschen ins Gehege. Okay, alles klar, da muss der Berg auch weg. Falsche Ausrichtung. Wir können den ja auch ein bisschen stylomäßig machen. Ein bisschen zerklüftete Landschaft. Dann gleichen wir das einfach nur noch ein bisschen ab. Dass es so ein bisschen gebirgiger wirkt. So. Gebirgig ist auch billig. Also billiger zumindest. So. Oh, da hängt einer, oder? Ja, da ist auch noch zu hoch. Der hängt hier voll drin. Okay, dann müssen wir das auch noch mal ein bisschen anpassen. Einfach noch ein bisschen anpassen. Wie gesagt, das wäre mir natürlich... Wow, okay. Wäre mir natürlich deutlich lieber, wenn das hier ein bisschen auf einer ähnlichen Höhe wäre. Aber mit dem Tool ist es tatsächlich größer. Von der Arbeit her kannst du hier sehr viel mehr schaffen. Aber schaut auch nicht so cool aus, muss ich sagen. Da ist der feststehende runde Kreis tatsächlich etwas angenehmer. Und dann machen wir das folgendes, dann gleichen wir das trotzdem noch ein bisschen an. Weil jetzt haben wir ja ziemlich viele Kanten und Furchen hier reingezogen. Damit das nicht so ganz unnatürlich aussieht. Wie gesagt, das würde ich gerne so lassen, dass man hier den Wald auch ein bisschen anpasst. Hier hinten ist er auch immer noch sehr hoch.
Das darf es aber auch sein. Wie gesagt, wir müssen mal gucken, wenn der nächste Flieger hier wirklich eine Ehrenrunde drehen muss. Hier kommt wieder ein Öler rein. Auch der, wie gesagt, an der Ölstrecke werden wir natürlich ein bisschen Geld verdienen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Gucken wir mal, was steht denn hier aktuell rum. Die zwei machen momentan noch gute 2 Millionen Minus. Aber das wird sich relativ schnell rausmitteln, sobald hier die ersten Ölvorräte abgeliefert werden. Kommt natürlich auch eines Tages dann auch wieder erstes Öl von hier hinten zurück. Jetzt können wir denen sagen, entweder ihr seid eh nur Durchfahrtzüge, dann liefern wir am Schluss hier auf jeden Fall, also hier wird das produziert, die können aber auch konsumieren. Das heißt, momentan produzieren wir für niemanden, ja, für keine Stadt, die hier am Netz hängt, für gar niemanden. Und alles, was zu viel ist, wird konsumiert. Jetzt wollen wir aber nicht, dass da so viel konsumiert wird, sondern wir wollen natürlich Seebodenreuth auch ein bisschen damit unterstützen. Das bedeutet, wir planen jetzt von hier hinten. Also ich will nicht, dass einer der Züge hier einen Abzweig nimmt. Ja, das ist mir zu viel. Ich will hier noch eine neue Linie schaffen. Und zwar von hier, von Pressart, in die Stadt rein. Das hier wird meine Sprit... Seeboot. Das ist Sprit nach Seeboot. Und Sprit nach Seeboot kriegt jetzt folgendes. Fahrzeuge. Einen, den hier. Packen wir um. Und den hier duplizieren wir. Dann kriegt er einfach einen neuen. Und wir haben einen Zug, der möglicherweise schon da ist, der theoretisch Sprit nach Seebodenreuth schaffen könnte. Oder aber über den Flughangar hier woanders hinbringen könnte. Das werden wir uns noch anschauen. Jetzt erstmal ganz kurz eine kleine Geschichte hier. Wir wollen hier einen Truck-Unload-Stop machen. Und zwar da, wo am meisten Sprit gefordert ist, ist hier so ungefähr. Dann werden wir jetzt eine neue Linie einrichten. Und zwar von hier. Eben an den Truck-Stop. Und das ist jetzt Waren-Say-Boot. Okay. Und auf diesem Teil werden wir jetzt draufpacken, eben Cargo-LKWs, die Sprit transportieren. Die können alles in dem Fall machen. Reichen wir 5 Güter erstmal aus. So, und jetzt müssen wir vor uns herstellen oder generell mal vorstellen können, dass wir mit unserer Fluglinie irgendwo an unser Netz jetzt beispielsweise Sprit liefern. Jetzt muss ich gerade mal ganz kurz gucken. Haben wir hier irgendwo eine Stadt, wo wir Sprit zum Beispiel bräuchten? Elsleben wäre so eine Stadt. Die hängt allerdings jetzt im Prinzip an gar nichts dran. Ansonsten haben wir keine Stadt, die gezielte Mengen an Sprit anfragt. Außer Neublekkede. Aber so richtig in der Stadt, eine große Stadt, die wir schon angeschlossen haben, wo Sprit drauf bräuchte, außer Elsleben haben wir nicht. Aber Elsleben könnten wir halt von Tüsslingen anschließen. Könnten hier sogar neben der Spur mitgehen und dann hier beispielsweise in den Bahnhof reingehen. Und könnten darüber dann natürlich dann auch anliefern. Pressart ist eben eine andere Geschichte. Pressart bekommt auf jeden Fall auch Sprit. Da werden wir jetzt noch einen kleinen Hangar, kleines bisschen Anbau bringen. Und wenn hier eben in die Stadt mal ein bisschen mit einem LKW rausliefern, das ist wirklich, oder zwei LKWs, auf jeden Fall nicht mehr. Das ist Waren. Pressart. So, und Waren Pressart ist natürlich eine relativ sorglose Stadt. Und hier machen wir vielleicht zwei drauf oder so, also nicht mehr. So, dann können nämlich hier auch noch Sprit geliefert werden. Das wird auch relativ schnell losgehen damit, sobald hier was verfügbar ist. Jetzt ist was verfügbar, mal gucken. Sollte eigentlich relativ unkompliziert gehen. Viel wird hier nicht angefragt. 22 nur, das ist halt ein Witz. So. Elsleben hätten wir wirklich im Angebot. Wir könnten natürlich jetzt, ich will natürlich einen Cargo-Flughafen auf jeden Fall aufbauen. Weil ich das einfach cool fände, wenn hier am Hauptnetz, vor allem am Güternetz, auch ein Flughafen dranhängt. Und da würde ich eben gerne einen Cargo-Flughafen bauen. Hangar dürfte er auch haben. Machen wir hier mal hin. Ja, der Zustand ist momentan nicht so besonders berauschend bei vielerlei Sachen. So. Machen wir das mal so. Hängt hier auf jeden Fall mal einer dran. Und dann packen wir hier eine Straßenlinie drauf.
Nein. So. Und hier packen wir dann nochmal eine etwas größere Hauptstraße drauf. So. Die ist jetzt schon ein bisschen größer. Und hier ist die Ampel, meine Lieben. Alter Schwede, wir haben hier eine erste Ampel gebaut. Jetzt müsste natürlich hier nochmal jemand stehen, damit das ein bisschen cooler kommt. Hier ist unsere erste Ampel, die wir jemals aufgebaut haben. Gucken wir mal. Jetzt will natürlich hier wieder keiner hin. Ist egal, ich nehme das jetzt trotzdem als Folgen-Thumbnail. Weil jetzt haben wir eine große vierspurige Straße gebaut und ab vierspurig gibt es dann auch tatsächlich Ampeln. Das finde ich ziemlich nice. Okay. Wir liefern jetzt an die Stadt mit einer Fluglinie. Liefern wir jetzt Sprit an. So, das heißt, wir nehmen jetzt diesen Cargo, den wir ja schon gebaut haben, und liefern aber jetzt an diese Stadt an. Und das ist jetzt eben die Ware, also Güter, say Boot nach Black Edelm. Okay, das ist eine Güterlinie. Und für diese Linie brauchen wir natürlich jetzt auch noch entsprechend Cargo-Flugzeuge. Und da kaufe ich jetzt mal so 4 Stück ein. Mehr geht gar nicht, weil es wird sonst zu viel. Und jetzt müssen wir Folgendes bedenken. Die Stadt Neu-Bleckede braucht natürlich auch jetzt natürlich auch nochmal einen Abnehmer dafür. Da haben wir hier hinten was. Und von hier hinten können wir natürlich Brötchen in die ganze City liefern. So, und das ist jetzt Waren... Black Edelm. So. Gut, diese Warenlinie werden wir natürlich noch mit Fahrzeugen bestücken. Das ist ganz wichtig. Und dann packen wir jetzt hier einfach mal so auch wieder so 4 Stück drauf, würde ich sagen. Auf die Waren. So. Jetzt fahren die hier los und dürfen erstmal Waren abliefern, meine Lieben. Und wie es weitergeht, was wir mit dem Brötchen anfangen und vieles mehr, das beim nächsten Mal, wenn ihr Bock habt. Bis dahin, haut rein. Lasst es euch gut gehen. Euer Zwerg auf Zwergtyp. Ciao.